Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es ein Follower dürfen entscheiden Video geben. Und zwar war ich wieder bei DM einkaufen. Ihr habt mir wieder geschrieben, Alina, das musst du unbedingt ausprobieren, das ist super gut. Und ich habe viele eurer Empfehlungen gekauft. Und jetzt würde ich mal sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video. Das erste, was ich mitnehmen soll, ist hier was aus der Duschgelabteilung. Und zwar soll ich ein gutes Duschgel mitnehmen. Ich finde die von Balea alle sehr gut, aber es gibt noch ein Duschgel, was mich richtig überzeugt und was ich damals so gerne gekauft habe. Es riecht nicht nur gut, sondern es pflegt auch sehr gut. Und zwar ist das von Dove, das Seidig-Zart-Duschgel. Das ist so gut, Leute. Das riecht so bombastisch. Meine Mutter hat das damals mal im Angebot bei Aldi oder sowas gekauft. Und ich habe mich einfach schockverliebt und meine Haut war danach einfach so weich. Ja, das kostet 1,65 Euro und das nehmen wir jetzt mit. Als nächstes sollte ich das billigste Parfüm mitnehmen und mir war schon von vornherein klar, was das sein wird. Und zwar entweder das von Spirit, wie auch immer man das ausspricht, oder Mini Sexy. Und tatsächlich ist es Mini Sexy geworden. Ja. Ich werde das einfach meiner kleinen Cousine dann in den Geschenkekorb unterjubeln. Ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Das ist das Einzige, was wirklich in Ordnung riecht. Und zwar ist das ein orientalischer Duft. Alle blumigen Düfte haben mir irgendwie gar nicht gefallen. Hier haben wir sogar blumig orientalisch. Nee, aber das ist auch das Einzige, was ich wirklich rieche. Das Lilane stinkt richtig. Und das Pinke, das riecht irgendwie nach kaum was. Und dieses... Ja, das hier auf jeden Fall riecht eigentlich ganz in Ordnung. Kann ich jetzt nicht meckern bei dem Geruch. Als nächstes soll ich was für meine liebe Cousine Jenny mitnehmen. Und für Jenny nehme ich jetzt diese Lippenpflege mit. Die wird sie safe auch lieben. Und zwar Soft Cookie. Ich hoffe, sie hat die noch nicht. Und falls sie die schon hat, Pech, dann kriegt sie die halt trotzdem. Die hat halt so schöne Cookies drauf. Sieht so schön aus. Und ich habe die selber auch schon benutzt. Mega, Leute. Kostet 65 Cent und das nehmen wir für Jen mit. Als nächstes soll ich was von Mixer mitnehmen. Das heißt so, keine Ahnung. Ich sehe das hier aber gerade da. Ich habe es gefunden. Nicht. Ich wollte gerade sagen, ich sehe das nicht. Und zwar Mixer. Mir wurde das hier einmal vorgeschlagen. Panthenol Comfort. Dann Panthenol Comfort Pflegecreme. Das ist ein Balsam. Und dann wurde mir noch eins von den beiden. Ich glaube, das war Hyaluro Fresh, keine Ahnung, empfohlen. Auf jeden Fall war das sehr, sehr, sehr begehrt, sagen wir mal so. Ganz viele haben was von Mixer geschrieben. Und ich habe mich jetzt für dieses Balsam hier entschieden, weil ich habe momentan sehr juckende Beine. Vor allem nach dem Duschen oder nach dem Rasieren. Als hätten mich da 5000 Mücken gestochen. Und deswegen finde ich dieses Balsam gerade sehr gut. Was ich sehr gut finde, es ist auch für Babys, Kinder und Erwachsene sehr empfindliche Haut. Und ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, Maxim oder sowas heißt er, glaube ich, auf YouTube. Der liebt das Produkt auch und ich habe das auch letztens bei ihm im Horstmann Hall gesehen, weswegen mich das umso mehr überzeugt hat. Als nächstes soll ich hier was aus der Essensabteilung mitnehmen. Das Ding an der ganzen Sache ist einfach nur, mich spricht hier einfach null was an. Einer hat auch geschrieben, etwas aus der neuen Essens-LE. Die finde ich einfach nur schwach, da gefällt mir überhaupt nichts und Trott will ich halt einfach auch nicht kaufen. Ja, das wird jetzt hier ein Problem. Aber wisst ihr was? Wir nehmen einfach stattdessen was für Jenny mit. Und ich glaube, Jenny könnte das hier gefallen. Und zwar ist das von Essence, dieses Volume Booster Lash Primer. Ich schwöre ja momentan auf den. Der macht einfach so krasse Wimpern. Und den muss Jenny auf jeden Fall auch ausprobieren. Der kostet 2,75 Euro. Also Jenny, kauf dir den bloß nicht. Ich weiß ganz genau, dass du bei diesem Video reinluschern wirst. Ja, das ist so eine weiße Mascara. Und die sorgt halt dafür, dass deine Wimpern länger gemacht werden. Wie soll ich euch das erklären? Auf jeden Fall macht ihr das dann drauf und dann lasst ihr das ein bisschen antrocknen, nehmt dann irgendeine andere Mascara, die ihr gerne benutzt und dann sind eure Wimpern viel um Weiten länger, als wenn ihr dieses Produkt nicht benutzen würdet. Ich hoffe, ihr habt das jetzt irgendwie verstanden. Ich habe auch nicht daran geglaubt, bis ich das probiert habe und Leute, das ist einfach der Shit. Ja, dann war es das hier auch.
Als nächstes kommt etwas von einer Zuschauerin, die wirklich sehr aufmerksam ist. Und zwar wisst ihr ja, ich liebe diese Augenpads von Balea. Diese Hydrogel-Augenpads, so gut. Probiert die aus. Ich liebe sie einfach. Die kühlen einfach. Und ja, mega, mega gut. Und davon gibt es jetzt auch eine Maske, Leute. Das kommt hier rüber. Und zwar ist das so eine Tuchmaske. Ist auch neu, kostet 1,95 Euro. Straffende Hydrogel-Gesichtsmaske, Maske Golden Vanilla. Ja, mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Ich bin gespannt, wie die sein wird. Aber die nehmen wir jetzt auch mal mit. Ja, danke an die Zuschauerin. Die guckt wohl sehr fleißig meine Videos, dass sie weiß, dass ich die über alles liebe. Und ja, finde ich cool auf jeden Fall. Dann soll ich hier als nächstes was von dieser Food-Abteilung hier mitnehmen. Und da möchte ich irgendwas zum Knabbern oder sowas mitnehmen. Hier gibt es super viel Schokolade. Tafelschokoladen habe ich noch momentan super viele zu Hause. Deswegen lassen wir das mal. Ich habe jetzt etwas entdeckt, was etwas teurer ist. Das Ganze kostet 2,95 €. Nuka oder sowas. Und zwar ist das ein Snowy Pinguin Bio Schokofigur. 60 Gramm, einfach 3 Euro. Aber das, was hier hinten drauf stand, hat mich wirklich, ja, überzeugt. Cremig lecker, 50% weniger Zucker, komplett pflanzlich und bio. Plastikfrei, klimafreundlich. Also das ist doch mal etwas auf 100 Gramm, 584 Kalorien. Ja, hat es auf jeden Fall in sich, aber ich möchte das mal gerne testen. Also das finde ich gut. Cremig lecker, plastikfrei und klimafreundlich. Besser geht's doch nicht, oder? Bestimmt schon, aber ja. Gut, ich fühle mich dann auch besser. Das nehmen wir jetzt mit. Und dann nehme ich noch mal was zum Knabbern mit. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, was. Ganz viele sagen, dass diese Kichererbsen-Chips super lecker sein sollen, also die da unten. Deswegen ich die jetzt auch noch mal mitnehme. Ich möchte es einfach mal gerne probieren. So, ich stand hier jetzt 20 Minuten rum und habe 20 Minuten verzweifelt nach dem gesucht, was ich mitnehmen sollte. Beziehungsweise, um was mich die Followerin gebeten hat, dass ich das mal mitnehme. Und zwar sollte ich von Denkmit einen Multi-Fleckenentferner mitnehmen. Oxy Power, zweifach stark. Ja, ich bin gespannt, wie das ist. Sie hat es reingeschrieben, kostet auch nur 1,95 Euro. Fleckenentferner ist meiner Meinung nach immer gut zu gebrauchen, so oft wie ich mir Flecken in meine Klamotten haue. Deswegen nehme ich mit. Hier gibt es noch ein anderes. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen, ja, irritiert. Power Weiß steht hier aber. Und sie hat genau geschrieben, Multi-Flecken-Entferner. Deswegen hoffe ich, dass das das Richtige ist. Und deswegen nehmen wir das jetzt mal mit. Achso, und übrigens, Leute, wusstet ihr, dass es Bügelwasser gibt? Jetzt mal no joke. Es kostet 75 Cent. Kann man in ein Bügeleisen nicht ganz normales Wasser reinmachen? Also ich zumindest mache immer normales Wasser da rein. Bügelwasser. Wer gibt Geld extra für Bügelwasser aus? Also ich tue es nicht. Hier ist auch was Neues. Neu. Duft aus recycelten Blüten. Okay. Irgendwie wird alles hier nachhaltiger. Merkt ihr das? Also ich schon. So, jetzt bin ich hier bei Maybelline New York und hier gibt es eine riesengroße Auswahl. Aber ich soll was von Maybelline New York mitnehmen. Und ich habe mich jetzt hier für einen Bronzer entschieden. Und zwar den City Bronzer in der dunkelsten Farbe. Ich finde, den kann man dann auch gut im Sommer benutzen, wenn man halt ein bisschen gebräunt ist. Kostet stolze 7 Euro, aber den nehmen wir jetzt mal mit. Ich hatte auch noch eins, da stand drauf, ich soll diesen Super Stay Puder hier mitnehmen. Ich muss wirklich sagen, ich habe drauf geschaut. Ich habe mir den Tester mir angeguckt. Mich hat er irgendwie überhaupt nicht, ja, überzeugt irgendwie. Das klappert hier irgendwie ganz, ganz komisch. Ich glaube, da unten ist auch noch so ein Schwämmchen drin. Hier fällt das halb auseinander. Also spricht mich irgendwie nicht so an, ja. Aber wir nehmen den mit. Das reicht auch. Ist auch ordentlich teuer. Schaut mal, wie schön dieser Aufsteller hier ist, Leute. So schön. Also diese Tische oder was auch immer das ist hier. Haben die richtig schön farblich gemacht. Sieht mega, mega gut aus. Und ich sehe auch schon, hier gibt es ein Handpeeling. Und das gehörte auch dazu. Und zwar sollte ich das hier mitnehmen. Ich habe das mal in groß gekauft. Sanfte Reinigung, Pflege. Moment, das kostet 95 Cent. Ich bin der Meinung, das hat ein bisschen mehr gekostet. Und zwar hatte ich das hierher. Nee, kostet beides 95 Cent. Achso, die Handschuhmaske kostet 2,95 €. Ja, auf jeden Fall hatte ich das schon mal ausprobiert. Ich kann es derzeit wegen meiner Allergie leider nicht ausprobieren. Aber ich werde das mal Jenny ausprobieren lassen, wie sie das findet. Ich fand es jetzt nicht so gut, das hatte geklebt. Die Hände danach waren wirklich, ja, bombenmäßig. War nicht trocken, gar nichts. War ein sehr gutes Peeling, aber mir hat das einfach von der Konsistenz her nicht gefallen. Es hat wirklich zu sehr geklebt.
Aber ich bin gespannt, was Jenny dazu sagt. Deswegen, ja, ihr wolltet, ihr bekommt. Und dann stand hier übrigens auch noch drauf, ich soll das hier mitnehmen. Und zwar Handschuhmaske Urea, kostet 2,95 €. Ist mir jetzt auch noch gerade irgendwie in den Kopf gekommen. Ja, ich bin gespannt. Ganz viele haben gesagt, ich soll das mitnehmen. Keine Ahnung, Leute. Nehmen wir mal mit. Ich halte davon jetzt irgendwie gerade gar nichts, aber wir nehmen mal einfach mit. So Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, sonst verpasst ihr in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch Studis da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. See you.